Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, wenn du dein Network-Marketing-Business erfolgreich aufbauen willst, ja, dann brauchst du zunächst mal, ja, du brauchst mehr Interessenten, du brauchst potenzielle Kunden, du brauchst Stammkunden und natürlich einen stetigen Zufluss, ja, von neuen Vertriebspartnern, weil das ist das, worauf es ankommt im Network-Marketing und das sind genau diese Eckpunkte, die ja deinen Erfolg maßgeblich beeinflussen. Und wer heutzutage das Internet zum Aufbau seines Business nicht nutzt, ja, der ist meines Erachtens selbst schuld, weil es ist nämlich, spielt keine Rolle, ob du ja momentan offline unterwegs bist oder Online-Marketing-Methoden nutzt. Wenn du mit jemandem sprichst, also so face-to-face, ja, dann kannst du darauf wetten, dass, wenn euer Gespräch beendet ist und die Person hat annähernd Interesse, dass diese Person sich bei nächster Gelegenheit vor den Computer setzt und ja, in der Suchmaschine bzw. Google zum Beispiel ja, nach den Produkten deiner Firma googelt, nach den Erfahrungsberichten über deine Firma googelt, ja, und sich dementsprechend noch weiter informiert und einfach auch mal schaut, ob das so passt, wie der erste Eindruck ist oder was ja du ja mit der Person gesprochen hast. Und Menschen steigen nicht wegen ja irgendwelchen Produkten dann letzten Endes ein, sondern sie steigen immer wegen der Person ein, ja, die ihnen das Business gezeigt hat. Sie steigen bei der Person ein, wo sie das meiste Vertrauen haben. Und deswegen ist es wichtig, ja, im Internet präsent zu sein. Ich will ja das einfach mal an einem Beispiel machen. Ich habe auf meinem Blog einen Artikel erstellt. Dort habe ich mal die Keywords von FG Express mir angesehen. Ja, es ist ein Unternehmen in der Network-Marketing-Branche. Und ja, dieses Unternehmen hat allein zu den Keywords FG Express Erfahrungen, FG Express Powerstrips, also das ist ein Produkt, was diese anbieten. Ja, und noch drei, vier weitere Keywords. Schon allein mit diesen Keywords über 2000 durchschnittliche monatliche Suchanfragen, ja, also im Monat. Und jetzt brauche ich dir ja nicht sagen, was das bedeutet, wenn du und deine Partner, ja, wenn ihr zu diesen Suchbegriffen ja im Internet gefunden werdet und ihr werdet dann einen Großteil ja dieser Besucher dann letzten Endes erhalten. Und der Blog ist da ein ganz zentrales Thema, weil zunächst ist es einfach mal wichtig, dass man ein Werkzeug hat, ein Tool hat, mit dem man überhaupt im Internet gefunden werden kann. Und da hat ein Blog eben ja sehr, sehr viele Vorteile gegenüber, ich sag mal, statischen Webseiten. Und deswegen ist es einfach wichtig, ja, dass man einen eigenen Blog hat. Außerdem baut man damit Vertrauen auf. Ja, man positioniert sich quasi als Experte, man wird als Person wahrgenommen, die ja, die weiß, von was sie spricht. Und ja, und deswegen ist ein Blog ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Zum einen, ja, um das Vertrauen aufzubauen, ja, innerhalb deiner Zielgruppe als Experte wahrgenommen zu werden und aber auch ja zum Selektieren, weil das Schöne an einem Blog ist, dass nur Menschen deinen Blog lesen werden, die dich mögen, die an deinem Thema Interesse haben. Und so hast du sehr, sehr qualifizierte Besucher. Das heißt, du hast sehr, sehr hochwertige Interessenten, die ja mit dir dann irgendwann in Kontakt stehen oder auch Kontakt aufnehmen. Und stell dir einfach mal die Frage, was es für dich bedeuten würde, wenn ja jeden Monat du und dein Team, wenn ihr einen Großteil dieser, ich sage es mal hier in dem Unternehmen FG Express, ja, diese 2000 Besucher da einen Großteil davon eben bekommen würdet, was das für das Wachstum deiner Organisation bedeutet. Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Tipp ja die Wichtigkeit von einem Blog so ein bisschen rüberbringen, ja. Und in diesem Sinne freue ich mich aber auch über eure ja, Kommentare, wie ihr momentan eure Kunden gewinnt, ob ihr vielleicht auch schon im Blogging-Bereich oder einen eigenen Blog habt, ja, welche Erfahrungen ihr habt. Ich freue mich da auf den Austausch mit euch. Unterlasst mir einfach unterhalb des Videos einen Kommentar. In diesem Sinne wünsche ich euch ja jetzt alles, alles Gute, maximalen Erfolg, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.